Hallo meine lieben Schützen, das ist eure Kartenlegung für Anfang Dezember. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wie immer ist es eine Kollektivlegung. Natürlich lege ich auch Privatlegungen. Könnt bei mir per WhatsApp oder E-Mail melden. Steht in der Beschreibung vom Video oder auch in Kanalinfo. Kollektivlegung, das bedeutet, ich nehme eure Energie auf und sozusagen lege. Es kann sein, dass du gehst in Resonanz oder auch nicht. Bitte genauer überprüfen. Diese Kartenlegungen sind gedacht, dass du reflektierst, anschaust, betrachtest, nachdenkst, vielleicht auch Impulse bekommst, vielleicht auch deine Intuition verstärkt, was du als Vorahnung hast oder auch widerspricht. Aber das gibt dir auch anderen Blickwinkel vielleicht auch. Und ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Wenn du öfters meine Abos angeschaut, wenn du öfters meine Videos angeschaut hast, dann freue ich auch, wenn du abonnierst. Ich gendere nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. So, wir fangen an mit den drei Karten. Was ist in Verstandsebene? Hier geht es um Verhandlungen. Du überlegst dir Verhandlungen, wie du verhandelst, wie du sprichst, wie du aussprichst, was du tust, was du machst. Das ist meine Katze, sie macht jetzt gerade Quatsch. Und meine Familie macht auch Quatsch mit der Katze. Aber bleib bei den Karten. Hier geht es um Verhandlungen, wie du etwas verhandelst, was du machst, wie du machst. Vielleicht machst du dir darüber Gedanken oder analysierst eine Verhandlung, die du getätigt hast. Das kann jegliche Art sein, nicht nur beruflich, sondern auch etwas aushandeln im Alltag oder auch in Partnerschaft. Ja, manchmal müssen wir auch etwas aushandeln, auch in Partnerschaft. So, die Tür auf. Die zweite Karte ist Gefühlsebene. Hier geht es um Gefühl von Gerechtigkeit. Hier ist es zwar Karte Prozess, aber es geht für mich meiner Meinung nach um Gerechtigkeit. Was ist gerecht, was ist ungerecht? Du wirst wahrscheinlich damit auseinandersetzen, Gefühlsebene. Vielleicht fühlst du dich auch ungerecht behandelt in eine Verhandlung, in ein Gespräch um etwas, was es geht. Und die dritte Karte ist die Karte Deine Tendenzen. Ja, es wird irgendwas, musst du loslassen, weil es durch die Zeit, es wächst nichts mehr. Es ist Ruine. Vielleicht ist es ein Traum, der ist ausgeträumt. Vielleicht eine Hoffnung. Vielleicht auch merkst du, dass du hast irgendwo etwas investiert, sehr viel, aber es hat nichts gebracht oder bringt dir zu wenig. Und du musst sozusagen schauen, was dir mehr bringt in dein Leben. Das kann in verschiedenen Bereichen sein, von Beruf, in der Liebe, in Familie, in vielen verschiedenen Bereichen. So, was sagen unsere Lenormand-Karten? Wie entwickelt sich die Situation weiter? Was passiert als nächstes? Wie geht es bei dir im Dezember Anfang? Aufregungen. 4, 5, 1 zu viel. Also du schaust in Veränderungen. Du zwar weißt es nicht, wohin, aber hier scheint Veränderungen entweder im Leben oder du schaust auf die Veränderung innerhalb eines Jahres. Es kann auch sein, dass diese Veränderungen, handelt es sich sozusagen Veränderungen, die nicht abrupt stattfinden, sondern peu à peu, Stück für Stück, wie ein Haus man baut. Also erstmal Fundament, danach das Haus, die Wände und so weiter und zum Schluss Dach und auch dann das Innere oder Äußere. Und diese Veränderung kann sein, dass es stattfindet über langen Zeitraum und peu à peu. Es kann auch sein, dass diese Veränderungen du planst, was zum Beispiel, du könntest so sein, dass du machst schon Gedanken, was du möchtest in dem neuen Jahr tun, machen, erleben
oder wie du möchtest das alles machen. Ich muss kurz die Tür zumachen. Und so, meine Katze hat heute, ab heute den Katzenklo draußen. Die hat sich emanzipiert, da kannst du ja auch Katzenklo draußen haben. Da muss ich immer wieder gucken, dass sie auch rausgeht auf die Terrasse und dann in den Grün. Ja, auf jeden Fall, hier geht es um die Veränderungen. Hier gibt es irgendwas, was dir gedankenmäßig auch aufregt, wahrscheinlich auch emotional. Vielleicht ist das Geschwätz, was es nicht schön ist. Vielleicht auch Aufregungen, Hektik hast du. Und du machst darüber Gedanken. Und etwas, was dir auch, ja, ich würde sie eher sagen, es aufregt, negativ aufregt, wo du sozusagen schnaufst, wie kann es sein und wie, was passiert da und warum, wieso, weshalb sozusagen. Du hast auch gewisserweise hinter dir auch entweder wirklich auch Distanzierung, die dir gut getan hat. Oder du hast auch vollständig dich getrennt von etwas und hast gesagt, okay, jetzt ist Punkt. Es ist kein Komma. Dein Herzensmensch, der macht sich Klarheit. 4, 3, 2, 1. Er hat Blockaden mit der Klarheit. Er irgendwie sucht nach Klarheit, aber nicht bekommt. Bei ihm selber ist auch unklar seine Sehnsüchte. Er ist noch vernebelt und die Sehnsucht, die ist vielleicht auch mit Reise zu tun, vielleicht auch Aufbruch irgendwohin. Auch Sehnsüchte, wonach ich mich sehne. Vielleicht auch, er weiß nicht, wie er Reisen macht, verreist oder auch vielleicht auch plant auch etwas, noch nicht ganz klar ist, wie die Weihnachten zum Beispiel verbringt. Oder er ganz einfach ist verwirrt, weil irgendwie seine Sehnsüchte sind nicht erfüllt und jetzt muss man überlegen, was kann ich da machen? Oder es wirklich geht auch um Aufbruch irgendwohin. Ja, hier ist auch nicht etwas nicht ganz koscher bei ihm. Entschuldigung, nicht ganz rund bei ihm. Ich möchte niemanden beleidigen mit dieser Aussage. Es ist irgendwas bei ihm nicht ganz rund. Vielleicht auch eine Krankheit, die er nicht selbst erkennt. Vielleicht auch eine Krankheit, die wird auch falsch Diagnose stattfindet. Vielleicht irgendwie auf bestimmte Symptome wird nicht so genug geachtet oder auch selber nicht achtet. Und das auch etwas, wo er auch selber auch gerade nicht achtet. Er macht sich sehr viel Gedanken über seine seelische Verfassung, vielleicht auch Erfolg beruflicher Art. Für dich wird sehr viel wichtig sein, Gespräche, die können mit gutem Ausgang sein. Also entweder ist es heftige Streitigkeiten oder auch Gespräche, Diskussionen, die auch viel voranbringen mit Glück. Es ist natürlich immer die Frage, es ist immer auf Messerschneide. Solche Gespräche sind zwar einerseits ist es Streitigkeiten. Die Frage ist, das, für wem ist das Glück? Am Ende hat was gebracht dieses oder man vielleicht verletzt hat. Ich bin der Meinung, wenn man streitet, man kann auch leider auch jemanden ungewollt verletzen. Passiert uns immer wieder und zwischen erfolgreichen Streiten kann auch erfolgreiches Verkränken stattfinden. Es ist immer so eine Sache. Deswegen sage ich hier in diesen beiden Karten, entweder ist es wirklich glücklicher Ausgang bei dem Streit oder auch es kann auch heftiger gehen, weil Sonne ist ja viel Energie, sehr Power, aber auch das größte Glück. Beides. Für deinen Herzensmenschen geht es ja um die Reise, vielleicht auch etwas finanzielle Prüfungen, was es beschäftigt. Für dich beruflich hat es etwas mit Harmonie zu tun, vielleicht auch in Familie. Musst überlegen, wie du das auf das sozusagen Familienleben in kurz vor Weihnachten schaffst und gleichzeitig auch beruflich. Es gibt ja auch Verwicklungen auf die Arbeit, vielleicht eine Kollegin, die eine Rolle spielt, dass du da auch machst dir Gedanken, wie du mit dir zurechtkommst. Finanziell wird es kleine Beträge kommen rein oder geht es um kleine Beträge. Kann auch sein um das Kind, Geld für Kinder oder Kindergeld oder kleine Beträge. Also etwas auch, vielleicht auch Ausgaben für die Kinder, ja Weihnachtszeit. Ne? Das wird aber auch finanziell gibt es auch das große Glück, ne? Diesbezüglich. Also die Fische mit im Haus der Sonne. Ja, für dich die Beziehung steht fest, das ist momentan auch, machst du dir darüber keine Gedanken. Ja, du über irgendwas aufregst dich.
du auch ein bisschen guckst aus dem Rand sozusagen, du weißt auch nicht wohin, du momentan mit anderen Sachen bist beschäftigt oder so weit aufrecht. Aber übrigens, du hast auch eine Überraschung hier. Auch ein Gedanken, vielleicht plötzliches, wo du sagst, da habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ich habe nicht daran gedacht. Also zwar Überraschung, aber es ist eher so, womit man gar nicht gerechnet hat. Ein bisschen so plötzlich unverhofft, aber nicht gleich sofort Freude, sondern ein bisschen so Schrecken, wo man unterschätzt hat etwas. Meine große Kartenlegerin ist gerade auf dem Tisch. Jetzt überlegt sie irgendwas. Ja, auf jeden Fall, bei dir ist auch ein Thema, das ist kleines Glück. Und du hast auch großes Glück, aber im Geheimen. Das ist noch nicht das Spruchreife oder noch nicht zum Aussprechen. Wo bist du denn hin? Bist du jetzt kuscheln oder was? Ja, jetzt muss sie bei mir in den Schoß liegen, muss gekuschelt werden und geschnurrt werden. Und schnurren, Hauptsache. So. Auf jeden Fall, hier ist auch Glücksfall, vielleicht auch vertrauliche Mitteilung, die dir Glück bringt. Ja, das ist auch ein kleines Geheimnis, auch mit Glück verbunden. Also kleines, ein etwas kleines, vielleicht kleines Geheimnis, kleine Freude, etwas, was es Gutes ist. Wenn ich schaue auf den Schicksals, also das habe ich schon mitgeteilt, das auch. Wenn ich schaue auf die fünfte Karte bei deinem Herzensmenschen, es ist auf jeden Fall bei ihm ist Klarheit erlangen. Klarheit erlangen, auch Mitteilungen machen oder geht es um Überweisungsbeträge auf der Bank. Da schaut er auch auf die Veränderungen, die bringen auch Überraschungen, Freude oder auch Einladung in Familie oder ein Haus. Vielleicht auch er entscheidet, er schaut auf den Konto und sagt, okay, ich kann jemand einladen zum Weihnachtsfest oder auch mache größeren Weihnachtsfest oder lade Familie zu mir, Kinder oder auch etwas Größeres mache. Vielleicht auch, er möchte jemanden besuchen, weil das ist auch Freude im Haus oder aufsuchen vielleicht auch jemanden und da macht er auch Gedanken finanziell und dann schaut auf dem Konto, ob es alles in Ordnung ist. Madame, bitte lass das sein. Ich muss jetzt was retten. Meine Hilfe, meine große Hilfe ist da. Alles, was hängt irgendwo, das muss ja alles sofort geholfen werden. Ja, gut. So, was das dich betrifft. Für dich ist eine schicksalhafte Prüfung. Aber es wird alles gut sein, weil es ist das kleine Glück. Vielleicht auch anfängt eine kleine glückliche Phase, kurze glückliche Phase. Du solltest aber aufpassen, weil das kann sein, dass dieses Glück ist getrübt. Vielleicht du glaubst erstmal, das ist kleines Glück, aber später dann merkst du, oh, das ist nicht alles ganz rund gewesen. Da ist irgendwas mit kleinem Rattenschwanz. So ein Schwanz. Ich muss ein bisschen sie ärgern zwischendurch. Die Aufregungen. Vielleicht auch hin und zurück, Reise hin und zurück sozusagen, Richtung Süden zu deinem Herzensmenschen. Oder du schaust auch Aufregungen, vielleicht auch angenehme Aufregungen, mehrere Sehnsüchte können auch sein, oder aufgeregt vor Sehnsucht, mit guter Zeit mit deinen Herzensmenschen zu verbringen. Ne? Das kann auch sein. So. Geld, ja, kleine Beträge, Arbeit habe ich mitgeteilt. Veränderung, Arbeit, du selbst, die Liebe. In Liebe ist auch ein bisschen Kummer, ne? Und paar Verluste, also wird auch ein bisschen Liebeskummer sein. Sicherheit und wir gucken auf die Klarheit. Klarheit wirst du auch erlangen, das ist auch Prüfungsfrage, also Prüfung des Schicksals. Das wird nicht sofort stattfinden, aber Klarheit in manchen Bereichen wirst du peu à peu bekommen und auch Ehrlichkeit und auch Richtigkeit. Das wird schon alles aufklären, so wie das sein muss, aber das ist dann, wenn der Schicksal das entscheidet, was dich sozusagen nicht ganz offenbart ist. Auch Klarheit, ich auch Aufklärung, zum Beispiel bei Geheimnissen sage ich das auch. Das ist, die Geheimnisse werden dann für uns preisgegeben, wenn wir dafür reif sind. Ich lege nie auf die Geheimnisse, frage nicht nach Geheimnissen so stark, also so mit den Karten aus einfachem Grund, weil das gibt einen Grund, warum es noch zu ist.
So, mit Sicherheit, da ist ein bisschen auch nicht alles ganz rund. Vielleicht jemand trickst oder irgendwie gibt es Lügen. Das kann auch Notlügen sein, auch, ja, aus sozusagen Lügen, weil man möchte etwas verschleiern, nicht verschleiern, Trickserei sozusagen, aber nicht ganz rund. Schau dir, was für Lügen sind das. Vielleicht irgendwie hast du da auch Gefühl, da irgendwo ist nicht ganz rund für dich. Du hast auf jeden Fall Aufregungen. Vielleicht geht es um Geschwätz, Getratsche, was dich vielleicht aufregt, was du irgendwo mitbekommst. In der Liebe geht es kleines Glück. Das Finanzielle wird auf jeden Fall in Bewegung stattfinden. Es wird irgendwie stattfinden. Es wird bewegen, das Geld. Glück, großes Glück auf Berufshinsicht hast du und Veränderungen mit dem Partner, bei dem Partner. Das kann auch Kleinigkeit sein, das kann auch größere Sache sein. So, meine lieben Schützen, das ist eure Kartenlegung für Mitte, Ende, falsch, Anfang Dezember. Die Katze bringt mich ein bisschen aus dem Konzept, die große Kartenlegerin. Ja, wenn euch gefallen hat, freue ich mich für jeden Like, Abonnement, Kommentar. Ich freue mich für jede Rückmeldung. Wenn du oft das meine Videos anschaust, freue ich mich auch, wenn du abonnierst. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bleibt in der Mitte im Dezember. Das wird auch knackiger Monat. Zieht nicht jede Aggression an. Nehmt nicht alles mit als Aggression. Nicht alle Aggressionen müsst ihr sozusagen miterleben und mitmachen. Es gibt auch Sachen, wo man kann auch sagen, nee, das gehört zu mir nicht. Das ist nicht meine Geschichte, das ist nicht mein Plan. Ich möchte jetzt, weil mir momentan alle gewisse Weise, und wenn man guckt die Nachrichten, ist ziemlich viel Aggressionspotenzial oder sehr viel Provokation auch stattfinden. Man muss ja auch nicht auf jede Provokation eingehen und auch nicht jede Aggression mitmachen. Es ist immer bei solchen Sachen gewisse Weise auch, man hat auch in manchen Situationen Entscheidung mitmachen oder nicht. Das ist wie ein Tanz. Man kann in diesem Tanz mitmachen oder auch diesen Tanz aussteigen. So, meine lieben Schützen, ich wünsche euch wunderbare Zeit, bleibt gesund, bleibt in der Mitte, bis bald.